Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 85 von Star Vector. Ja, laden wir gerade unseren Spielstand. Und dann sind wir wieder drinnen und ja, wir müssen mal gleich in die Karte reingehen und wir fliegen nochmal die Station an, weil es mir letztens beim Kontrollieren aufgegangen, dass wir wahrscheinlich mehr mitnehmen können, als da angezeigt wird, ne? Oh, da sind ordentliche Piraten, aber wir sind zum Glück der Sache entgangen. So, und da können wir definitiv hier noch mehr mitnehmen, ne? So, kaufen und dann können wir noch 677. Man kann hier, die Anzeige geht nur immer wohl bis 1000, aber man kann viel mehr mitnehmen, ne? So, wenn wir da nochmal reingehen, geht's dann doch nicht. Okay. Aber wir haben ja jetzt schon 2000. War das nicht hier irgendwo zu sehen? Wohl nur an der, auf der Station oder was? Fuel Capacity? Naja, okay. Dann jetzt aber zum Sprungtor auf jeden Fall. Nicht auf dem Sprung. Ah, das war jetzt ein Asteroid. Okay, machen wir gleich nochmal einen richtigen Klick auf das Tor. So, jetzt passt's, oder? Gut, und dann fliegen wir hoch nach. Wo fliegen wir hin? Nach Nexus, oder? Dort verkaufen wir dann unsere Klamotten. War doch so, oder? Ja, die grünen Schiffe sehen ja schon ganz lustig hier aus, ne? So, dann Jump Point. Dann, da war das, oder? Training Station. Einmal dahin, bitte. Okay. Da ist es. Da handeln wir natürlich. 2677. Können wir hier gut verkaufen. Und da haben wir dann ein Level abgekriegt. Wow. Und hier können wir die Raw Minerals kaufen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel. Hier Cargo Space 2100 haben wir da. 2000, noch 1000 können wir noch. Ich glaube, 1000 nehmen wir auch noch. Es wird noch mehr wie 1000 gehen. Aber Raw Minerals hätten wir auch kaufen können. Naja, jetzt nehmen wir die erstmal nicht. Erstmal hier raus. Und wir müssen. Na, das war jetzt der falsche Weg, aber wir können kurz mal gerade gucken. Es sind trotzdem nichts. Keine schönen Sachen zu kaufen. Crew und Cargo brauchen wir natürlich noch, obwohl im Treibstoff wird es auch noch so gehen. Kommen wir mal den Level ab erst. So. Jetzt haben wir einen davon und sechs normale Skill Points. Das machen wir sowieso nicht, brauchen wir nicht. Was ist das hier? So, wenn wir irgendwelche Schiffe ausbeuten, dann kriegen wir da mehr Gunnery Implants. Auto Target Leading for Auto Firing Weapons. Zielsicherheit oder wie sollte man das übersetzen? 25% bei, wenn wir 5 Stufen hier hochgehen, dann hätten wir 25% Ballistic Energy Weapon Range. Eine bessere Treffsicherheit, definitiv. Hier können wir noch 3 hoch. Was kriegen wir denn bei, wir haben 5, was kriegen wir bei 7? Advanced Optics. Bessere. Naja. Flux Dynamics. Hier sind wir schon bei 8, da können wir natürlich den 9. Punkt jetzt machen, ne? Dann könnten wir noch Ordnance Points mehr machen, ne? Hier ist Rüstung, Schutz. Das ist schon alles mit 7 ausgewählt. Das haben wir hier. Hier können wir Immersion Repairs machen. Da können wir schneller fliegen, oder? Und hier war.
Hunger. 5 Maximum Logistics Capacity. Ich glaube, wir machen mal hier einen, oder? Das war was das? Crew Experience Gained. Okay, das machen wir mal hier einen dazu. Machen den und auch den auf 2. Was war das? Command Points. Die sehe ich jetzt nicht als wichtig an momentan im Spiel. Dann machen wir ruhig einen höher. Das ist auch ein höher. Wie wollen wir noch? 2 Punkte. Gucken wir hier oben nochmal was, oder? Shields, Damage taken. Top Speed war klar. Engine Damage. Dann machen wir mal, falls uns einer angreift. Komm, das machen wir auch noch. So, alle Punkte weg. Ist gut. Das hatten wir schon. Refit braucht man nicht machen. Crew Cargo. Ne, dann nehmen wir noch Sprit mit jetzt. ...60 da. Weiß gar nicht, wir können noch laden. 200 oder sowas, okay. Und 90 da. So, dann haben wir bei beiden 200. Confirm. Das ist von 48 jetzt auf 82 wieder hochgegangen. Interessant. Okay. Hier gucken wir mal gerade auf der Karte. Können wir da gleich hinfliegen? Ist das hier oben noch? Automatic Supply Station. Und sonst ist hier auch nichts. Also da wieder hin. Raus da. 69 müssen wir reparieren. Interessant. Machen wir natürlich auch. Aber dann kaufen wir nochmal was nach. So. Passt. Confirm. Und dann denke ich mal, können wir den Laden hier verlassen, ne? Special Offers können wir noch gerade gucken. Lotrelos brauchen wir nicht. Mining Scanner brauchen wir nicht. Das ist alles nix. Dann leave. Und dann fliegen wir auch schon Richtung Sprungtor. So, jetzt fliegen wir zu unserer Basis, unserer Factory, zu unserem Werk. Hier, da, schon wieder gebaut. Wunderbar. Jump into Hyperspace. Da erstmal weg. Und dahin. Gut. Oh. Da kamen ein paar Piraten gerade raus. Und dann hier zu unserer eigenen Station erstmal hin. Wunderbar. Ja, das Lager tun wir mal ein bisschen aufstocken. Ne, das war jetzt nix. Passt. So, und dann, oh, guck mal, da haben wir schon reichlich. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts erstmal hier anliefern. Exotische Mineral. Genau umgekehrt war's. Das muss dahin. Das auch. Was haben wir hier für ein Ding nochmal? Scramble Device. Keine Ahnung, wofür das gut ist. So, und Low-Tech Components haben wir hier gerade produziert, glaube ich, ne? Und diese Industrial Equipment, warte mal, aber... Ne, warten brauchen wir nicht, wir können ja nichts umbauen hier. Das heißt, wir nehmen das mal mit. Jetzt sollten wir das alles mitnehmen und gucken auf diese eine Station, wo wir waren. Oder was mit anfangen können, oder? Confirm. Gut. Ja, hier hat sich nichts geändert.
Liegt hier noch ein Schiff von uns? Nein. Crew und Cargo haben wir gesehen. Ja, dann gehen wir mal auf die Map, denke ich. Ach so, hier war vielleicht noch eine Station, ne? Automated Supply Depot, da ist noch was. Fliegen wir doch als erstes dahin. Okay, einmal darüber, gucken, was wir da verkaufen können. Wir produzieren hier Low-Tech und Industrial Equipment. Die kaufen Low-Tech. Ne, wir können hier Low-Tech kaufen. Industrial Equipment können wir verkaufen. 66 will ich aber gar nicht verkaufen, einfach aus dem Grunde, weil wir ja, sag schon, unsere eigene Station irgendwo noch aufbauen wollen. Hier ist nichts bei. Supplies, hier können wir noch ein bisschen Dingens kaufen. Sprit und Lebensmittel. Passt. Confirm. Raus hier. Leave. Dann da zum Sprungtor hin, ja. Und dann müssen wir zur anderen Station. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Hoffentlich können wir die irgendwie auf irgendeiner Karte dann noch sehen, ne? Die war da links irgendwo. Das ist klar. War die auf Glow? Ja, müssen wir gucken. Weiß ich auch nicht so auswendig, ne? Kann man das irgendwie hier sehen auf der Karte? Nicht wirklich, ne? Das ist ja doof. Fliegen wir da doch mal hin und gucken. Kann man das irgendwo in der... Vielleicht hier sehen? Nee, da kann man es nur anklicken. Okay. Müssen wir mal schauen. So, da sind wir dann drin. Tja. Da ist auch noch eine Station. Da ist das Research Lab. Fliegen wir mal gerade hin. Können wir hier mal ein bisschen Kraftstoff nachtanken. Und ein paar Supplies auch noch. Confirm. Gehen wir da mal raus. Hightech Components kann man hier kaufen. Und die Weapon Components kann man hier auch kaufen. Ich glaube, die kaufen wir mal, oder? Disconnect. Leave. Dann zum Sprungtor wieder hin. So, hier war unsere Station nicht. Schon mal schade, dass wir das nicht sehen können. Hier ist auch jetzt nicht zu sehen, ne? Dann muss es hier gewesen sein. Ja, wissen wir gleich. Reingesprungen. Und da ist er. Fliegen wir dahin, oder?
Okay. Low-Tech-Components bauen wir. Kommt irgendwann die Station auch? Ja, da ist sie. Ja. Und wir können alles machen. Orbital Factory, Mining Facility, also. Das ist jetzt eine schwierige Frage, ne? Industrial Equipment brauchen wir, die produzieren wir da hinten. Raw Minerals, und was brauchen die? Supplies brauchen die. Hört sich so ein bisschen nah, das produzieren wir ja schon. Industrial Equipment kriegen wir ja da hinten weg von unserer anderen Station. Dann machen wir unser Supplies und unser Fuel selber. Spricht dafür, oder? Gut. Was haben wir denn? Industrial Equipment haben wir hier. Okay. Das haben wir schon mal hier gelassen, ne? Dann lassen wir den Rest jetzt auch mal erstmal hier, oder? Die Wippenkomponente, ich glaube nicht. Ich glaube, die produzieren damit. Hier machen wir noch ein bisschen. Ne, brauchen wir gar nicht, wird der hier produziert. So, confirm. Und hier haben wir kein Schiff. Doch, hier haben wir ein Schiff gelassen. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so hier. Da ist jetzt gerade nichts. Gehen wir mal runter. Leave. Das ist eine Mining Facility. Da wollte ich hin, nicht da oben. Mining Facility. Buy Raw Minerals. Ja, macht Sinn, ne? Dann kann ich die mitnehmen nach da hinten. Wie haben wir noch Platz? Gar keinen, okay. Da noch hin. Obwohl wir die schon gar nicht mehr kaufen brauchen momentan, weil die Factory da hinten sowieso läuft. Mit 5000 oder sowas. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.